Herzlich willkommen zu diesem Sportnachmittag. Wir setzen fort mit Fußball und begrüßen zunächst Sarah Schneider und Teammanager Oliver Jakob vom FFC Vorderland SCR Altach von der neuen Spielgemeinschaft. Die Damen sind heuer erstmals in dieser Saison, erstmals seit Bestehen unter diesem Namen in dieser Spielgemeinschaft in eine Saison gegangen und haben auch in der Cashpoint Arena in Altach gespielt. Sarah, ja, Oliver, hallo, schön, dass ihr da seid. Wie ist es euch das erste Jahr jetzt da in der Bundesliga unter der Spielgemeinschaft gegangen? Wie hat es sich bewährt, dass man aus dem FFC Vorderland die Spielgemeinschaft Vorderland Altach gemacht hat? Die Spielgemeinschaft mit Altach bringt auf jeden Fall sehr viele Vorteile mit sich. Sehr viel, das mir vorher nicht gehört haben. Wir spielen im Stadion, es ist viel mehr Publikum geworden, das ganze Frauenfußball in Freiburg jetzt mal zumindest. Wir haben eine eigene Kabine mit einem eigenen Raum, also einen eigenen Aufenthaltsbereich im Campus, mit einem Kraftraum, mit fixen Trainingszeiten. Das sind Dinge, die wir vorher alles nicht gehabt haben. Und unter solchen optimalen Bedingungen kann man sich halt von Woche zu Woche optimal aufs Spiel vorbereiten. Mhm. Trainiert ihr bei euch auch in Altach? Genau. Mhm. Und ein Spiel hätte es gegeben, da wäre man zeitversetzt am selben Tag mit der Herren Kampfmannschaft dran gewesen. Leider Gottes ist es ins Wasser gefallen, hat es, glaube ich, Corona-Fälle beim Gegner der Herrenmannschaft aus Sturm Graz gegeben. Aber generell, wie ist so ein bisschen der Kontakt zu den Männern, das Verhältnis zu den Männern? Wirklich Kontakt ist jetzt nicht, man begegnet sich immer wieder im Campus, im Kraftraum, läuft man sich ab und zu über den Weg. Sie haben es so schon beim ersten Heimspiel unterstützt. Aber viel mehr ist jetzt nicht. Jetzt die letzte Zeit hat man geschaut, dass man sich nicht begegnet, wegen Corona jetzt speziell, weil sie noch wichtige Spiele gehabt haben. Und ja. Oliver, wie ist es für dich als Teammanager mit den Namen jetzt, mit diesen höchst professionellen Strukturen? Ich meine, du bist ja eigentlich Angestellter des SCR Altach und in dieser Funktion erster zum Teammanager unter Anführungszeichen geworden. Wie ist es für dich, die Zusammenarbeit mit den Mädchen unter diesen professionellen Voraussetzungen? Ja, also ich habe ja bei Vorderland noch angefangen, sagst du. Also ich habe das Ende von Vorderland mitgekriegt und habe dann mit dem Tobias Dies zusammen den Anfang neu gestalten dürfen, was einfach eine tolle Herausforderung war, eine tolle Aufgabe. Mhm. Und ja, es ist alles professioneller geworden gesamt. Es hat sich viel verändert. Es ist schon viel mehr Aufwand geworden, muss man sagen. Dadurch, dass wir einfach einige Profis oder dazugeholt haben, ist gesamt in der Administration und so weiter viel mehr geworden. Aber es ist eine Aufgabe, die richtig viel Spaß macht und ja, wo weiterhin toll sein wird. Und hoffentlich noch lange so sein wird. Ja. Sarah, man ist eigentlich, also man hat in der Übertrittszeit immer wieder gelesen, Neuzugang bei Altach, wieder ein Transfer, Kuh gelandet und so weiter. Am Ende steht man jetzt einmal nach der Herbstsaison auf Platz 6 mit 10 Punkten. Ist es enttäuschend für euch oder sagt ihr selber, das ist doch die erste Saison, da muss man sich erst finden? Um ehrlich zu sein, der Tabellenrang, die Punkteanzahl, die wir aktuell haben, ist nicht zufriedenstellend für uns, da wir viele Spiele einfach gewinnen hätten können, beziehungsweise gewinnen hätten müssen, wo wir einfach Punkte liegen lassen haben. Nichtsdestotrotz haben wir auf dem Platz gebracht, dass wir können sehr oft. Wir haben uns nicht dafür belohnt. Da werden wir jetzt im Frühling 3 schaffen und es besser machen. Ich habe, glaube ich, 4-mal unentschieden gespielt. Und dabei, glaube ich, ich habe es dann gesehen, wart ihr öfters auch die bessere Mannschaft. Woran hat es schlussendlich gelegen?
Auf jeden Fall, die Toreffizienz bei uns ist, lässt zu wünschen übrig, auf jeden Fall. Dennoch haben wir immer wieder Phasen, wo wir zusammenbrechen, also wo unser Spiel in der zweiten Halbzeit oft ein bisschen zusammenbricht. Wir sind fast jedes Spiel 1-0 in der Rückstand geraten und haben zerstört wieder aufholen müssen. Und ja, so lassen wir halt Punkte liegen. Ja. Ja, ein paar Tore haben die Damen geschossen. Es waren auch ein paar wunderschöne mit dabei. Und ich würde sagen, bevor wir weitersprechen, schauen wir mal hinein in die Tore der Herbstsaison. Wunderbares Tor von Rike Dietz, U20-Nationalspielerin in Deutschland. Unter anderem hat man auch eine aktuelle bzw. ehemalige und Standby-Nationalspielerin aus Deutschland verpflichtet, also österreichische Nationalspielerin Viktoria Pinter. Vielleicht fangen wir mit dir an, Oliver. Wie werden die Neuzugänge generell bewertet bei euch? Hat eigentlich alles so funktioniert, wie es sein hätte sollen? Ja, ich sage mal, wir sind sehr zufrieden mit unserer Verpflichtung, wo der Tobias Thies so eingefällt hat. Also angefangen bei der Julia Kofler, sehr überzeugend. Der Rike Dietz hat wirklich gezeigt, was er für Potenzial hat, warum sie eine deutsche U20-Nationalspielerin ist. Die Vicky Pinter hat ihre Tore vorne gemacht, hätte natürlich das eine oder andere vielleicht noch ein mehr sehen können. Brianna Wutter aus Amerika hat auch ihre Leistung gebraucht, wird jetzt im März dann wieder zurückkehren zu uns. Und Tatjana hat jetzt einen schwierigen Herbst gehabt, die lettische Nationalspielerin. Und dort waren wir alles dafür da. Und der neue Trainer Bernhard Zummer wird alles dafür da, dass das Team Frühling den Anschluss findet und auch richtig durchstarten kann. Sarah, wie ist es für dich, mit solchen Spielerinnen einmal zusammenzuspielen, zumal sie, wie gesagt, Nationalspielerinnen sind? Bringt das euch etwas? Und ist es auch für euch am Platz ersichtlich, dass es wirklich Verstärkungen sind? Ganz klar, ja. Man merkt es im Training schon, das ist einfach ein Qualitätsunterschied. Es ruft generell ein ganz anderes Ding im Team hervor, wenn solche Namen wie Vicky Pinter halt oft mal bei uns im Training stehen. Mittlerweile haben sie sich mega gut integriert bei uns im Team. Und ja, also man bringt sie auf jeden Fall auf den Platz, was sie können.
im Vorfeld haben wir ein bisschen gesprochen und da hat es geheißen, oder da habt ihr auch gesagt, du hast es auch jetzt schon angesprochen, ganz zufrieden ist man nicht mit 10 Punkten aus 6 Spielen. Aber dem Trainer, der mittlerweile ja Ex-Trainer ist, Iskender Iskacar, gibt man da keine Schuld, oder? Ich denke, man kann nicht am Trainer Lord Schuld geben. Vielleicht ist es gut, dass ein Wechsel ist, das wird man jetzt selbst andere Dinge hervorrufen wird. Aber schlussendlich müssen wir es auf dem Feld machen. Mhm. Ja. Es war einfach, ich sage, ich habe schon nicht ganz einfach. Es war eine große Umstellung. Ich sage, vom ersten Spiel auf der Mattel ist schon großer Druck. Mhm. Es hat sich gleich jeder was erwartet, oder? Es hat gleich jeder gemeint, boah, jetzt die Liga vor aufrummen und vorne durchstarten und so. Und ich sage gerade vor dem ersten Heimspiel, ich kann mich erinnern, ich bin am Freitag aufs Abschlusstraining gegangen. Ich habe mit dem Mottler gesprochen und man hat gemerkt, wie nervös sie sind. Wenn ich mit Eileen Campbell gesprochen habe und habe zu ihr gesagt, hey, führe das mal vor Augen, morgen laufst du in das Stadion rein und da hocken dann einfach 500, 600 Leute und die hat gesagt, boah, Olli, jetzt war ich gerade voll nervös. Und so. Also war es dein Fehler in dem Fall. Ja. Das Spiel haben wir zum Glück gewonnen, aber es ist einfach, es ist viel erwartet worden im Alltag und man sieht, wir haben es toll umgesetzt, wenn man sieht, das letzte Heimspiel gegen Wacker Innsbruck, über 1000 Zuschauer nur beim Damenspiel, das ist der Hammer, das ist der Rekord in der österreichischen Frauen-Bundesliga. Sensationell. Es gibt jetzt einen neuen Trainer. Bernhard Sommer wurde verpflichtet, beziehungsweise, also neu ist jetzt auch zu viel gesagt, eigentlich der Ex-Trainer. Wie ist man auf Bernhard Sommer gekommen, Oliver? Ja, es ist schwierig, einen Damentrainer zu finden. Wir haben gesehen, wir wählen wieder jemanden, der im Damenbereich schon mal gearbeitet hat, weil es einfach nochmal was anderes ist wie im Männerbereich. Und dann haben wir halt mal die Kandidaten ausgewertet, was es gibt, wo die nötige Lizenz und alles haben. Und dann, ja, so viele sind am Ende nicht übrig geblieben. Und der Bernhard ist immer einer gewesen, wo wir immer im OK waren. Er war auf jedem Heimspiel im Herbst, ist ein Top-Typ, hat damals im Sommer noch bei Faker einen Vertrag gehabt, da haben wir gar nicht mit ihm geredet. Mhm. Und jetzt war es natürlich nochmal eine andere Situation. Wir haben das Ganze nochmal vor Augen geführt, sorgt einfach, was auch für Bedingungen da sind, dass ein Campus da ist, Trainingsplätze, Grundstraße, Stadion, die Spiele und so weiter. Und dann war er am Ende auch überzeugt und brennt jetzt voll für das Projekt, was einfach super ist. Sarah, zufrieden mit dem neuen Trainer? Also ich bin ziemlich zufrieden, ja. Ich habe damals schon unter ihm gespielt, als wir mit ihm den Aufstieg gemacht haben und die Anfangszeit in der Bundesliga. Ich habe sehr viel von ihm gelernt, ich war damals selber sehr jung. Mhm. Ich denke vor allem die jungen Spielerinnen können dank ihm sehr viel mitnehmen. Ich kann nur sagen, ich würde nicht so auf dem Platz stehen, wie ich es jetzt tue, wenn er nicht so viel dazu beigetragen hätte. Also ich freue mich auf jeden Fall. Freuen wir uns gemeinsam. Letzte Frage noch an beide gerichtet. Ausblick auf das Frühjahr, was darf man erwarten von euch? Ich hoffe viele Punkte, viele Tore, viele verschiedene Torschützen würde ich mir wünschen. Und ja, das ist so mein Ziel. Ich will mich vorne einreihen. Mhm. Und schauen. Ja, dass man das Ziel ist nach wie vor, einfach, dass man die letzte Saison bestätigt. Ich sage, wir sind im Soll, wir haben jetzt 10 Punkte, letzte Saison waren es 20 am Ende der Saison. Mhm. Das werden wir sicher anbringen. Und einfach, dass so wieder die Heimspiele ein Spektakel werden, dass die Zuschauer wieder gern kommen, dass sie sagen, hey, wir kommen gerne auf Damen spielen. Und dass man vielleicht auswärts so mal ein paar Punkte mehr holen und nicht immer mit leeren Punkten, mit null Punkten. Ja, ist richtig. Wird es auch in der Cashman Arena ein Heimdoppel geben mit den Herren? Ist das schon im Gespräch? Es schauen wir. Es wird eher schwierig werden im Frühling, weil es einfach mit der Damengegner zusammenhängt. Mhm. Damals Innsbruck hat sich abgeboten, weil das für Innsbruck eine Tagesreise ist. Mhm. Die Möglichkeit gibt es jetzt noch, aber wer weiß, vielleicht sagt St. Pölten, hey, wir können gerne am Samstag, weil das eine Profitruppe ist und dann können wir es vielleicht so mal verbinden. Wäre eine coole Geschichte. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles, alles Gute. Toi, toi, toi fürs Frühjahr. Vielen Dank fürs Kommen und ich wünsche euch eine ruhige Zeit jetzt und dann mit Vollgas ab ins Training fürs Frühjahr.